Gut. Warum nicht? So, fliegender Start. Die Folge ging bei Maffi schon los, vor ein paar Sekunden. Und jetzt bei mir. Hat er nicht mit gerechnet. Er sagt, ich starte die Folge jetzt. Und dann habe ich sie einfach gestartet. Ach ja, das war witzig. Ein Krabbi! Hallo, Mr. Krabs. Ein Wabdu. Fühlen Sie es jetzt, Mr. Krabs? Oh, Schutzschild. Warum kann jedes verschissene Pokémon Schutzschild? Ich fand den Folgenstart super. Ja, war cool. Oh, fuck. Was? Wen genau? Nein. Was? Wablu setzt Spiegeltrick ein. Aha. Okay, das war aber halb so schlimm. Verstärkt Spiegeltrick die Attacke? Nee, ne? Nö. Okay. Och, es hat Feuer-Odem kopiert und es hat mir kaum Schaden gemacht. Ich meine, es ist ein Wablu, okay, aber... Schutzschild, warum? Ein bisschen mehr hätte ich doch gedacht. Ich freue mich, dass meinem Käse nichts passiert ist. Von daher, nö, es ist schön. Oh Gott, ich hatte gerade wieder ein bisschen ein Schock. So, ne? Als nächstes Dodu. Pokémon wechseln. Soft Ice kann doch was gegen Dodu machen. Krabse. Ich hoffe, Krabse kann kein Schutzschild. Sollte es nicht. Hoffe ich. Bestimmt, bestimmt. Lernt es auf Level 35. Zweimal. Und es ist Level 7. Wenn es das nicht lernen will, lernst du es nochmal. Und so weiter. Du musst es lernen. Das ist gezwungenermaßen. Mhm. Initiative von Dodu steigt stark. Spezialangriff von Zupfkuchen steigt. Na, aber der Steinhagel gegen Dodu reicht aus. Und es hagelt immer noch. Ein Bidifass. Oh. Ein Kramurx. Nee. Ja, da bleibe ich doch drin und mach nochmal Steinhagel. Ich wollte Steinwurf sagen, weil das so lange Steinwurf konnte, aber. Und nochmal der Spezialangriff von Zupfkuchen steigt. Aber der Kampf ist vorbei. Oh nein. Meiner noch nicht. Frechheit. 888 Pokédollar. Alle Level 42. Am Ende sagt der Hachi, echt jetzt? Ja. Durch den Schnee. Ja. Da ist noch ein Kampf. Noch einer? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Aber das gibt's da, doch oder? Gar nicht! Doch, bei Roller. Ja, ich glaube schon. Oh, da ist der Kampf, den du meinst. Ein Voltilam. Das sollte okay sein. Ein Elektro-Trainer. Da kann ich Erdbeben abkürzen die ganze Zeit. Hat zwar nur noch 6 Stück, aber egal. Ein Glibunkel. Okay. Käse fliegt empor. Oh nein, Käse. Muss ich auffangen. Da fällt so ein Brutalander vom Himmel. Platsch, au. Noch kein Pokémon, wo Schwebe, die jetzt Schwebe haben, wo es Sinn macht, oder? Bis jetzt? Keine Ahnung. Bei mir nicht, glaube ich, nö. Mir ist jetzt noch nichts irgendwie... Aber ich habe bisher auch kaum Bodenattacken benutzt, also... Meinerhahn! Smoggern? Elektrik macht Smoggern nicht schön. Kann theoretisch... Kann Boom und Smoggern sein. Das ist richtig. Also ein Gifttrainer offensichtlich.
Der ist hin. Ach ja, können wir mal jetzt den Schutz anwerfen. Stimmt. Ein Garadax. Dass du mich daran erinnerst. Es Harald. Sandkuchen wird von Harvesturm getroffen. Überreste von Sandkuchen füllt seine KP aus. Tank. Natürlich ist Duplo zu langsam. Licht. Kannst du bitte einfach fliehen, Duplo? Oder ich mach das Vieh jetzt fertig. Oder ich drücke aus Versehen auf Flucht und kann fliehen. Oh nein, ich muss wieder hochscrollen. Du schaffst das. Ich glaube, wenn man ein Item auswählt, dann scrollt man schneller. Wollte ich mal ausprobieren. Ja. Okay, das ist nur hier so eine Grasfläche und hier oben geht's weiter. Oh! Hier ist der Schneesturm zu Ende. Echt cool. Hier nix. Oh, Stärkeufer. Aber der Schnee ist tiefer. Wo geht's? Oh, was macht denn der da oben? Oh. Müssen wir jetzt jemanden Kraxler beibringen? Oder? Nö, wir brauchen eh erst den Ordner. Ordner. Ach so. Ordner? Der Kneiten. Rosenrauch! Nummer 3. Das Item? Ganz oben. Rechts. Ach so. Noch einmal Sandkuchen heilen, dann kann ich auch weiterlaufen. Ah. Warum hat das Schiff Bohrer vorne dran? Oder sind das solche Schrauben? Sieht auf jeden Fall merkwürdig. Wo bist du denn? Wo geht's denn hier hin? Oh. Oh, ein Fokus. Hier geht's weiter nach oben. Ah, da oben rechts meintest du das Item. Ja. Oh, nice. Glücksrauch und Münzamulett habe ich jetzt. Alter. Und damit sind wir in Blitzach, ne? Jo. Okay. Nice. Und was möchtest du? Oh, ein Item. Krummlöffel. Und zwar ein Krummlöffel und kein Krümmlöffel. Das ist in der Tat sehr, sehr wichtig. Ist naja, okay, es hält sich in Grenzen, ne? Aber... Ja, ich hab ein Ding. Ja. Okay, oben links ist nix. Möchtest du einen hippen Spruch hören von einem alten Mann? Ich glaube eigentlich nicht, aber ich krieg mal ja. Der hippe Spruch lautet Leitwert. Okay. Merkt ihr das gut? Frag mich nicht warum. Gib mir bunte Scherben und ich bringe deinen Pokémon Attackenball. Okay. Oh, cool. Das ist das gleiche, oder? Weiß ich nicht. Nee, das ist was anderes. Hippopotas kann was lernen. Cool. Okay, dann guck ich mal, ob ich vielleicht irgendwas beibringen kann. Kürbis? Feuerfeger oder Stampfer? Nicht unbedingt. Wo ist das? Ganz oben rechts, das Gebäude. Ah, okay, cool. Feuerfeger oder Stampfer? Ich kann Paprika, Feuerfeger oder Stampfer beibringen. Einem Fisch. Klar. Ich wollte Skittles nicht Stamm vorbeibringen, nein! Ja, du hast gesagt oben rechts, ne? Ja. Okay. Da wo der Daumen links. Meditales gegen Apollo tauschen, nö. Das ist links. Oh, Windschnitt. Elektroball mit Windschnitt? Okay, wow, gut. Hier oben geradeaus in der Mitte ist nichts. Franz, ach, der Tempel von Blitzer. Was da ist da, weiß ich gerade nicht. Ich gehe erstmal nach oben rechts. Warte mal, Windschnitt.
Wie viel Stärke hatte Windschnitt? Luftschnitt oder Windschnitt? Eins von beiden war, glaube ich, 70, 80, irgendwie sowas, ich weiß es nicht. 70, 80? Kann das so ist? Ich habe keine Ahnung. 55. Oh, okay. Luftschnitt kann mein... Oder Noctu. Windschnitt war auch diese Multikampf hier, was mehrere trifft. Der Luftschnitt hat 75. Kann zurückschrecken lassen. Aber Windschnitt ist nicht trotzdem nicht schlecht. Aber ich guck trotzdem mal, was er noch hat. Für das letzte Bonbon. Für Windpuder. Giftpuder, Rückenwind, Durchbruch, Überstrahl. Donnerschock. Ja. Hier sind das. Sind das hier immer die vier gleichen? So ziemlich, wie es aussieht, ja. Du hast nicht genügend bunte Scherben, ja, ich wollte auch gar nicht. Das ist okay. Ich wollte nicht, nein, nicht da. Ja. Dann ist das auf der Route da noch ein anderer. Ja, braucht man hier. Okay, das heißt immer. Im Schnitt. Da kann ich eigentlich Sternschau. Lage, Ladestrahl und dann Windschnitt ist eigentlich ganz cool. Ja, Sternschau. Durch die Großlinse trifft das auch immer. Ist okay. Bei Zwiebel konnte ich, glaube ich, alles nachgucken. Genau, Giftpuder, Rückenwind, Durchbruch, Überstrahlen. Ah, ich weiß nicht, Durchbruch ist da schon fast das Interessanteste mit Überstrahl. Hielt sich in Grenzen. Ah, und ist es doch Hilda im Pokécenter, oder? Das Pokécenter. Ist sie das? Weiß ich nicht. Sieht so aus. Ich heile erstmal meine Pokémon. Das sieht danach aus, ja. Vielleicht ist sie ja. Hey, Hilda. Die andere daneben will bestimmt kennen. Okay, ich würde sagen, man könnte ja schon mal in die Arena gehen und gucken, was für Typen man hat. Okay. Ach, das war diese Arena. Oh nein. Oder wollen wir noch einmal hoch in den Tempel gehen und gucken, was da ist? Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ach so. Die sagt dann nein oder was? Okay. Dann gehe ich in die Arena direkt. Ach die, oh nein, ich will nicht mehr. So. Was hast du? Ein Pokémon, ein. Oh nein, jetzt habe ich die Drachenarena. Oh. Bin mal gespannt, was es bei mir ist. Oh, das Ding kann das Schweif. Das ist schlecht. Das ist Level 44? Was? Hat ich mich verguckt? Oh. Warte, ich muss mal nachschauen. Oh, ich hab Wasser oder Boden. Ich glaube, ich hab nicht. Platin, nee, 44. Okay, da sind die Trainer halt auch mal auf Niveau vom Arena-Leiter, zumindest wenn sie ein Pokémon haben. Und das Ding kann auch Nassschweif. Witzig. Welches Pokémon ist es bei dir? Dragonir. Aber bei mir ist es ein Velsar. Ich weiß halt auch nicht, welche Arena es ist, aber. Oh, der Nassschweif, bitte. Achso, okay, das ging ja. Och man. Das ist nicht sehr effektiv. Weißt du, was jetzt gut wäre? Was? Ein Mammutel im Team. Ja, das stimmt. Das wäre schon nicht schlecht, ne? Oh. Oh Mann, ne. Ja, ja. Aber ich habe einen Windbeutel mit Icy. Ich habe gegen Boden und gegen Wasser nicht sonderlich viel. Gegen Wasser habe ich hier gut.
Ja, kann Donnerzahn und das war's eigentlich. Das erste Mal mit Beutel im Kampf. Uhuhu. Ach du Scheiße. Bin ich mal. Ich, gegen Boden habe ich auch nicht viel. Das ist echt. Das ist echt krass. Das ruft nach einer Teamumstellung. Oh nein. Wir können es doch mit dem Team probieren. Ich meine, Alter. Peep Korn, ist ja gut, ist ja gut. Ich meine, kann man mal gucken. Ah, so, nächste Trainerin. Ich will weiter wissen, welcher Typ das ist. Vielleicht müssen wir das Team nicht komplett umstellen. Ich müsste vielleicht einfach. Und die hat drei Pokémon. Da sollte ich es ja vielleicht das Boden. Okay. Funpi. Auf einmal nur noch Level 39, weil drei Pokémon. Das letzte ist aber auch Level 42. Okay. Hast du auch die gleiche Trainer, die haben wir gemacht? Jetzt. Ganz oben und dann rechts. Ja. Okay. Boden. Gegen Boden habe ich natürlich eventuell Wasser. Und dann hört es eigentlich auch schon auf, glaube ich. Ich glaube, ich werde statt dem Feuerzahn einfach Hippopotas den Eiszahn noch beibringen. Ach, Eis ist effektiv auf Boden? Auch, ja. Echt? Ich hab doch Drache. Ich mein, bei dir ist wegen Drache, ich weiß, aber ich will einfach mal was sagen. Ah, wie schön. Oh. Zen-Kopfstoß. Fand ich gut. Hoffentlich nicht zurückschrecken. 18 Schaden. Funpeak setzt Ausdauer ein. 44. Alter. Rasche Zen-Kopfstoß. Selbst ein Grip sollte mich nicht umbringen. Als nächstes Funpi. Okay. Funpi ist nur Boden, ne? Oder ja, nur Boden. Okay. Windbeutel hat über 100 KP. Die ist drin. Ach was. Horrorblick brauche ich nicht. Er ist Level 40. Mach ich auch Feuerodern. Malcolm mittendrin, habe ich jetzt getötet, was gesagt. Was? Malcolm heißt er einfach. Ja. Oh, Funpi wurde paralysiert. Cool. Und setzt Slam ein. Wehe. Okay. Kann Slam nicht paralysieren? Ich weiß es gerade gar nein, nicht. Nein, kann's nicht. Okay, was war das denn? Body Slam. Body Slam. Oh. Es kam Slam drin vor. Hey, immerhin. Das ist richtig. Oh, Funpi ist auch rausgenommen. Oh, Nidoking. Ist ja noch Gift. Ah, normalerweise könnte ich das versuchen mit Zucchini zu machen, aber ich habe Angst, dass Zucchini zu viel Schaden kassiert. Das stimmt. Na, dann nehme ich Sandkuchen und drücke Erdbeben. Das sollte funktionieren. Ja, sehr gut. Schnacksel. Earthquake them all. Oh. Okay. Aber es ist halt verdammtes Nidoking auf Level 42. Das ist. Oh Gott, Energiefokus, bitte nicht. Wie viel Schaden macht das? Kritz wäre nicht gut. Was? Okay. Ein Schaufler von Knarksel. Ach so, macht nicht viel. 25. Oh, Nidoking überlebt ganz knapp. Oh, Nidoking, du Arsch. Fuchtler. Oh nein. Oh, wie süß. Okay, was zum Henker? Voll die Panik. Aber damit passiert nichts. Oh Gott. Ich meine es super, aber. So, jetzt kommt die da weg. Bam. Wieder zurück. Ja, dann ist reicht. Sandkuchen schon auf 43 jetzt. Das ist natürlich. Klasse, aber. Da lang? Danke, klar. Hatz. Hatz. Ja, Soft Eis kann ich gar nicht erst einsetzen. Ist Level 41 noch, aber. Was? Das da weg. Kriege ich das da drüben? Ah, ich verstehe.
Wieder. So. Fehlt da unten noch eins. Ah, jetzt will ich das. Fuck, wie komme ich hier wieder raus? Ach, da ist okay. Möchte auch kämpfen. Auf. Dragonier mal wieder. 40. Es ist zu kalt, ich kann nicht richtig sprechen. Raumschlag! Okay. Raumschlag ist so cool. Das stimmt. Hippopotas. Ja. Hippopotas ist nur Boden, oder? Ja. Okay. Ein Knarksel. Ich bleib mal drin. Wandelndes Lexikon, ey. Pokémon-Lexikon. Ein paar Sachen. Was? Wollen wir es darauf beschränken? Ja, okay. No problem. Was? Na? Was? Das ist der Ruf von Hippopotas? Oh Gott, geil. Das hörte sich für mich gerade an wie eine kaputtgegangene, keine Ahnung, CD vom DJ oder so. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber es hat mich super überrascht und ich fand es mega witzig. So, gegen Georock sollte Cat Zwiebel auch was machen können. Ich will nicht alles, sonst ist der schon Level so. Und dann. Nee, es müssen verschiedene Pokémon. Auch wenn. Und so. Oh, wir haben es ja schon. Oh. Ups. Nein. Stirb. Hatte hier drei Pokémon auch noch. Das ist natürlich ungünstig, ne? Schade. Wenn man drei Pokémon hat, dann kann ich ja auch nochmal, ne? Dann dauert das ja eh noch. Knarks ist hinüber. Ist auch der letzte Trainer. Kind vorm Seite. Ja. Glaube ich zumindest. Noch irgendwie drei oder so vor mir. Kindwurm sollte mit einem Feuer-Odem hoffentlich sterben. Fragezeichen? Ja. Mit dir da? Oh nein, gegen die habe ich noch nicht. Oh, das wollte ich nicht. Tschüss. Shit. Ich mache doch noch einen Kampf. Hat ein Pokémon. Pupita. Feuer kann ich irgendwas so Effektives? Komisch. Nö. Dann, es kann Gestein attacken, ne? Ja, könnte es. Können. Ja, dann möchte ich mit Käse nicht. Nee, ist okay. So, jetzt hab ich kann Cordon Bleu was Effektives? Nö. Zwiebel könnte auch wieder, aber er kann Boden. Oh. Ja, toll. Sandkuchen, halt, Mann. Level 44. Gegenstoß, okay. So, ich könnte schon. Okay. Oh Gott. Echt? Ja. Du könntest schon? Ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das Rätsel hier. Ich hab keine Ahnung. Oh, ach, okay. Ist auf Pupita. Auf Pupita Surfer noch eine Vierfachschwäche? Ist das falsch oder? Ja, richtig? Das ist richtig. Ah, okay. Hätte ich ja Surfer machen können. Aber gut. Erdbeben hat auch gewonnen-hitted. Und dann fehlen mir mindestens noch eine Trainerin, glaube ich. Ganz oben links. Hm. Aber das mache ich dann nicht mehr jetzt. Okay. Na? Und dann bis zum nächsten Bad Arena. Yay! Haipu! Hoffentlich vernünftig. Vielleicht mit dem gleichen Team. Stimmt, also bei mir schauen. Sieht das eigentlich gut aus. Bei mir eher so mäßig. Gucken wir mal. Mhm. Bis dahin. Tschüss.